Zombie Apocalypse. Liebe Damen, liebe Herren, Ladies and Gentlemen, willkommen zusammen zurück zu einem neuen Let's Test hier auf meinem Channel. Heute präsentiere ich euch Flashing Lights. Flashing Lights ist, wie man das vielleicht auch am Thumbnail sehen kann oder auch am Titel, eine amerikanische Rettungssimulation, in der man verschiedenste Rettungskräfte spielen darf. Das ist zum einen die Polizei, das ist ein Feuerwehrmann und ein Rettungssanitäter. Drei wunderbare Rettungstypen, die wir uns hier auswählen können. Da ich natürlich ein sehr, sehr großer Feuerwehrfan bin, würde ich sagen, wir nehmen einfach mal einen Feuerwehrmann und dann schauen wir uns den ganz kurz mal an. Wunderbar, also man sieht auch ganz deutlich, das ist amerikanisch. Was haben wir denn jetzt hier zur Auswahl? Wir können Männlein wählen, wir können Weiblein wählen. Boah, die sieht aber alt aus. Ganz schön krumm gebaut. Der sieht ein bisschen stämmig aus, sieht aber aus wie ein Affe. Vielleicht ist es auch jemand. Oder einer. Dann haben wir den Körper, den wir ändern können. Hier zum einen mit rote und weiße Streifen, dann grüne und weiße Streifen und schwarz mit grün-weißen Streifen. Das finde ich auf jeden Fall sehr cool. Nehmen wir am besten mal. Dann haben wir eine Hutauswahl von 1 bis 4, da passiert leider nichts. Eine Brillenauswahl von 1 bis 3, da passiert auch nichts. Lassen wir einfach mal so. Vielleicht haben wir ja gleich im Spiel eine Brille auf. Das könnte auf jeden Fall so sein. Ich freue mich erstmal, dass du wieder mit dabei bist, lieber Zuschauer, bei einem neuen Video auf meinem Channel. Ich freue mich auf jeden Fall, dass ihr meine Videos so dermaßen schaut und euch diese auch richtig gut gefallen, so wie man das aus den Kommentaren lesen kann. Auf jeden Fall freue ich mich auf Flashing Lights und wir starten jetzt hier in der Stadt. Ich weiß gar nicht, in welcher Stadt es ist. So viel habe ich mir jetzt auch noch nicht darüber informiert. Auf jeden Fall, ich bin Feuerwehrmann, das reicht mir erstmal. Jetzt, was ich aber erstmal machen muss, erstmal mit der Steuerung klarkommen. Ein bisschen weiß ich das schon, wie das so funktioniert. Also wir können hier springen, wir können rennen, wir können sogar schlagen. Fragt mich bitte nicht warum. Also wir sind kein Boxer oder so. Hoffe ich einfach mal. Feuerwehreinsatz, Fahrzeugfeuer bei Adresse. Okay, Antwort, Code 3. Komm. Nehmen wir mal an und dann steigen wir einfach am besten mal ein in unseren wunderbaren Fahrzeug. Ich glaube, das müsste eine Ladder sein, also eine Drehleiter. So. Dann machen wir das mal an, ne? Das Ding hier. Wie geht denn das? Ah, guck mal. Haben wir schon. Sehr schön. Fahrzeugfeuer bei Adresse Green Tag oder Tag, Call ID 16, Antwortcode 3. Blaulicht haben wir hier an der Stelle. Habe ich jetzt schon mal rausgefunden. Schon mal sehr, sehr gut, dass wir so weit gekommen sind. In die Innenperspektive können wir auch wechseln. Sehr, sehr schön. Wunderbar amerikanisch. Dann würde ich mal behaupten, wir fahren jetzt erstmal zum grünen Punkt. Ich glaube, da müssen wir jetzt auch hinfahren. Dann rücken wir am besten mal aus mit unserem Ladderfahrzeug. Und fahren rüber zu unserem ersten Einsatz. Eieiei. Also Leute, das steuert sich ja wie auf Eis. Das ist ja krass. Guck mal, da brennt es. So, Leute, wir sind am Einsatzort eingetroffen. Setzen mal einen Blinker. Jetzt würde ich schon gerne aussteigen. So, komm, Harry. Ab zum Feuer. Guten Tag. Junge, ey, was hier passiert? Oh Gott, das sieht ja gar nicht gut aus. So, dann als nächstes, Gepäckraum. Gepäckraum Feuer. Genau. Feuerlöscher, Wasserschlauch, Schlauch am Motor. Ja, machen wir am besten mal. Können wir den jetzt nehmen? Nee, können wir nicht. Was ist denn da los? Dann gib mir einen Feuerlöscher. Irgendwas wäre gut. Damit wir das erstmal ein bisschen löschen können hier. Dann halten wir einfach mal drauf auf dem Fahrzeug. Gelöschte Feuer 0 von 5. Was ist denn hier los? Da brennt da bloß ein Feuer. Noch immer. Nee. Das sind ja doch mehr. Cool. Auf jeden Fall eine sehr, sehr gute Simulation, wie man das hier gerade deutlich erkennen kann. Ah, ist ja auch sehr, sehr nice, ne? Also, dass man einfach draufhält und man die verschiedensten Feuer löscht. Und ich sehe auch gerade, wir bekommen sogar für die erfolgreichen Aufgaben, die wir erledigt haben, Rufpunkte. Cool. Was natürlich nicht so cool ist, gerade unser Feuerlöscher ist leider gerade leer gegangen. Das ist ja auch ein bisschen blöd. Komm, dann gib uns mal bitte einen Wasserschlauch. Schließe den Löschschlauch an einen Hydranten an.
Haben wir hier einen, oder? Muss ich dir das bauen? Ja, da hinten ist jemand. Da ist jemand. Nee, da ist einer. Ein Hydrant auf der anderen Straßenseite. Gut. Können wir das jetzt irgendwie... Ah, guck mal. Drücken wir mal rauf und dann... Müssen wir, glaube ich, jetzt rüberlaufen. Zum Fahrzeug, wie so ein Bekloppter. Wir sehen aus wie so eine Schlange oder so. Ich glaube, da können wir auch gleich draufhalten. Und das könnte doch durchaus ein bisschen schneller laufen jetzt hier. Da sind ja auch nicht mehr viele Brände, die wir jetzt hier zu bekämpfen haben. Tja, lieber Zuschauer, so läuft das hier in Amerika. Man sucht sich einen Hydrant, schließt da als Feuerwehrmann einen Schlauch an und dann geht's hier los, ne? Also an die Front. So schnell löscht man Brände. So macht man das anscheinend hier. So, da brennt bloß noch ein bisschen der Reifen und dann haben wir diesen Brand auch schon unter Kontrolle. Das sind hier die Fahrzeugbrände. Das gefällt mir irgendwie. Feuerwehreinsatz. Gelöschte Feuer 5 von 5. Erfolgreich abgeschlossen. Juhu. Der erste Einsatz. Sehr viele Rufpunkte bekommen. Das ist nice, dass wir jetzt hier so weit gekommen sind schon. Dann packen wir den Schlauch erstmal wieder ein. Nehmen den in die Hand. Und dann bringen wir den erstmal zurück zum Fahrzeug. Da, wo er natürlich reingehört. Dann packen wir den mal hier in den Gepäckraum. Und dann machen wir den mal wieder rein. Geht das jetzt nicht? Zusätzlich muss ich, glaube, ne? Und dann... Ersatzrad. Nee. Da habt ihr ganz schlecht verstanden. Dann haben wir den erstmal dort drin platziert. Wir bekommen jetzt auch schon den nächsten Einsatz. Vorfall mit Fahrzeug. Fahrer eingeschlossen. Ah, ey, das geht hier aber zügig voran, ne? Also nacheinander gibt es ja Einsätze. Ich bin gerade ein bisschen überfordert. Ich bin gerade nicht im Fahrzeug reingekommen. Dann lasst uns mal sofort hier umdrehen, so ganz gekonnt. Wir probieren es einfach mal. Ups, das tut mir leid, Kollege, dass wir jetzt dein Fahrzeug gerammt haben. Und du müsstest ja eigentlich auch mein Blaulicht auf dem Dach sehen. Dann lasst ihr mich hier durch. Dankeschön, danke. Oh, da tut mir leid, jetzt haben wir erstmal ein Schild umgefahren. So, wir haben hier nur Fahrzeugunfälle anscheinend. Und jetzt ein Fahrer eingeschlossen im Fahrzeug. Also Winter ist noch nicht hier, wie man das erkennen kann. Verstehe ich irgendwie nicht. Also man fährt hier wirklich wie auf Schnee. Anscheinend ist das Spiel noch nicht so ganz ausgereift. Ey, sag mal, ich hab da Blaulicht an. Der fährt da einfach über die Kreuzung. Verstehe sowas nicht, aber ich muss wirklich sagen, das spielt sich schon mal so, ja, es spielt sich gut. Jetzt nicht so schlecht. Ist aber irgendwie eine schöne, entspannte Simulation. Und man versteht sofort, was man hier machen muss. Das hat man zum Beispiel in anderen Simulationsspielen nicht gerade so einfach. Aber das ist schon irgendwie nice, dass man hier sofort weiß, was man zu tun hat. Jetzt muss ich bloß kurz schauen, wo ich hier hinfahren muss. Ich glaube, wir fahren mal hier runter. Runter von der Autobahn. Ich sehe da hinten auch, glaube ich, schon ein Fahrzeug. Und ein Krankenwagen steht auch schon. So, die Feuerwehr ist am Einsatzort eingetroffen. So, schönen guten Tag. Spreizer brauchen wir. Super, komm, lass uns den mal aus dem Fahrzeug entnehmen. Dann hier an unser Gepäckfach retten. Dann brauchen wir einen Spreizer. Alter, na hör mal, das ist ja aber eine Orgie. Ha, meiner ist trotzdem größer. Alter, das ist ja gigantisch. Die haben auch Dinger hier, ne? Krass. Spreizer, los. Der will nicht. Muss ich das woanders hin, oder was? Leute. Ah, guck mal, wir müssen jetzt zieren, denke ich mal. Und dann müssen wir das... Yeah. Dann müssen wir das nacheinander irgendwie aufspreizen. Es ist ja cool, dass man die Animation sogar hat hier. Das ist ja besser als ein Notruf, Mensch. Leute. So, dann holen wir uns mal die Person raus, ne? Würde ich sagen. Verwende die Medizintasche aus dem Gepäckraum. Gut. Also sind wir auch hier Notfallsanitäter. Retten. Und dann brauchen wir eine Medizintasche. Erstmal so einen großen Koffer aus dem Fahrzeug nehmen und dann die Person irgendwie erstmal helfen. Ach du meine Güte, jetzt müssen wir erstmal hier alles überprüfen, ob die Person irgendwelche Schäden hat. Also... Bisher ist er leider noch regungslos. Der liegt hier leider sehr, sehr unsanft im Fahrzeug.
Warum legt er die Tasche jetzt auf den Boden? Sag mal, was ist denn hier los? Nehmt die Tasche hoch. Alter, meine Güte. So, jetzt geht's weiter hier. Komm. Inspiziert? Haben wir schon. Achso, müssen wir hier unten hin anscheinend. Nee, nochmal die Tasche in die Hand nehmen. Verstehe ich auch nicht, warum der Rettungssanitäter das nicht macht hier. Beziehungsweise der Notarzt, der gerade vor Ort ist. So, nochmal alles hier überprüfen. Ach, wir müssen was hinsehen. Verstehe, wir müssen nicht mal eine Taste drücken. Ganz, ganz einfach gemacht ist das. Ist ja schon mal schön. Die Ambulanz übernimmt jetzt zurück zur Zentrale. Darf ich meine Tasche stehen lassen? Vielleicht braucht ihr die noch. Komm, ich lasse euch einfach mal hier. Können wir denn einsteigen? Oder muss ich die jetzt wirklich zwingend mitnehmen? Verletzte, befreit, ein von ein. Sehr schön. Der Rettungssanitäter spielt jetzt erstmal Pantomime. So eine komische Nachspielfigur. Gut. Oder ist der erschrocken? Ich bin mir nicht sicher. Ich kann das noch nicht so ganz sehen, was der gerade da ansteht. Dann erstmal wieder zurück, zusätzlich hier rein ins Fahrzeug wieder. Retten und Medizintasche. Dann können wir das, glaube ich, wieder reinpacken. Nee, anscheinend nicht. Leute, helft mir. Was ist denn hier los? Ich möchte einfach bloß die Tasche... Ach doch, guck mal. Das dauert immer so ein bisschen, bis man das im Fahrzeug wieder zurück reingepackt hat. Wie macht man das jetzt eigentlich? Also ich möchte gerne auch mal hier irgendwie Polizist spielen oder Rettungssanitäter. Darauf hätte ich mal richtig, richtig Bock, aber irgendwie komme ich da noch gar nicht so hin. Ich glaube, dafür müssen wir erstmal zurück in unsere Emergency Base, damit wir das können. Vielleicht, liebe Leute, werden wir das im nächsten Video machen, falls euch natürlich dieses Video gefällt oder dieses eine Let's Test hier von Flashing Lights. Dann würde ich mich freuen, wenn ihr mir das mal in die Kommentare schreiben würdet, das mal als kurzes Fazit dalassen könntet und ich würde dann sagen, wir sehen uns dann wieder im nächsten Video, falls ihr das gerne möchtet und dann vielleicht auch mit dem Rettungsdienst oder mit der Polizei. Wie gesagt, schreibt mir das bitte, bitte, bitte in die Kommentare und dann sehen wir uns dann hoffentlich what? Im nächsten Video wieder. Ich glaube, das war sowieso mit der Feuerwehr erstmal. Das ist ja schlimm, Mensch. Also man rutscht hier wirklich die ganze Zeit weg und jetzt stehe ich hier unten. Na hör mal, was ist hier los? Jetzt stehen wir erstmal am Graben mit unserem kleinen Fahrzeug. Ja, also ich muss so oder so jetzt hier einen Punkt setzen erstmal. Wie gesagt, schreibt es in die Kommentare. Abonniert mich, falls ihr das noch nicht gemacht habt. Lasst gerne einen Daumen nach oben da und dann würde ich sagen, sehen wir uns wieder im nächsten Video. Liebe Leute, das war's. Macht's gut. Bis zum nächsten Mal. Ciao.